die Burgerville Workers Union. Die primäre Basis der Burgerville Workers Union basiert auf den Arbeiterinnen, also den Mitgliedern der Belegschaft ohne die Führungskräfte. Ausgeschlossen sind auch die Teamleitungen, Filialleitungen und Arbeiterinnen der Verwaltung. Unter anderem auch, weil dort die Arbeitsbedingungen als weniger belastend eingeschätzt werden. Die sekundäre Basis. Die sekundäre Basis sind Kundinnen von Burgerville und andere Arbeiterinnen in Niedriglohnbranchen. Großen Wert haben die Arbeiterinnen von Burgerville auf die Bündnisarbeit mit anderen Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Ablegern von Glaubensgemeinschaften gelegt. Da eine breite Unterstützung einen stärkeren Kündigungsschutz bedeutet. Der Gegner ist das Management von Burgerville. Probleme. Innerhalb der Burgerville Workers Union wurden als die drei Top-Probleme benannt. Erstens die geringe Bezahlung, nämlich das Einstiegsgehalt basiert auf dem Mindestlohn im Bundesstaat Oregon, der zurzeit bei $9,75 liegt. Auch bei längerer vertraglicher Beschäftigung erhalten Kolleginnen als Teamleiterin beispielsweise lediglich um $10,35. Gleichzeitig werden, nach für die Kolleginnen nicht nachvollziehbaren Gründen, einzelne Kolleginnen bevorzugt, sodass sie bereits mit einem Gehalt von über $10 beginnen. Inwiefern diese Bezahlung von Willkür des Management oder auf Diskriminierung nach Geschlecht oder Ethnizität basiert, ließe sich nicht im Einzelnen nachvollziehen. Zweites Problem. Mangelnder Respekt. Der minutiös zerlegte und genormte Arbeitsprozess, der alle Kolleginnen möglichst austauschbar halten soll und jegliche Kreativität im Arbeitsprozess tilgen soll, ist hier der Springpunkt. Dabei entsteht sowohl eine Standardisierung, die jeden Milkshake, Burger und so weiter in der exakt gleichen Form aussehen lassen soll und jegliche kleine Form von Kreativität der Arbeiterinnen tilgt. Dazu kommt eine sehr hohe Arbeitsdichte, die zu einer sehr hohen Belastung führt und gleichzeitig eine Haltung des Management, dass Kolleginnen, die dort arbeiten, entweder gesellschaftliche Verliererinnen oder Jugendliche sind, die sich eben nur das Taschengeld dazu verdienen. Respekt verweist hier auf die Entmenschlichung im Arbeitsprozess, die die Arbeiterin zu Anhängseln der standardisierten Arbeitsabläufe macht. So in the issue of Shakespeare, I think like that specifically like relates to social engineering in the factory context, because it de-skills your worker. You can't take any pride in the work you do, and so everything you do, it can't even feel like it could be fun. There is no, like, it takes away the humanity, it alienates the worker from what they're doing. Mm-hmm. And so if you put sprinkles on something, or if you make like a certain shape with the whipped cream, or if you do it in a certain way that customers prefer, something like that, that's wrong. You have to make it like a fucking fat, like as much of it as a robot as possible. And the less creativity or the less of you that you put into your work or anything, the better it is. And you get scorned if you try to make it better. If people compliment you for something that you did well and everything, they go, well, fuck you. You didn't do it exactly like the other 500. And even if it's better, we don't care. It makes the work that much more boring and burdensome. And it alienates workers from the work they do. And it's a terrible situation. Die Interviewpartnerinnen beschrieben ebenso, dass diese erfolgreichen Techniken der sozialen Kontrolle des Unternehmens auch dazu beitragen, dass unter den Arbeiterinnen sehr viel über Selbstmord gescherzt wird. Wobei diese selbst bemerkten, dass das hohe Maß an Witzen darüber auch darauf hindeuten könnte, dass eventuell mehr Wahrheit darin liegen könnte, als nur blöde Sprüche zu sein. Insgesamt nahm dieser Teil der Beschreibung in dem Interview eine große Zeitperiode in Anspruch. Vermutlich auch deshalb, weil alle Teilnehmenden aktiv organisierten und die angewandten Techniken in sehr effektiver Weise von Unternehmen eingesetzt wurden. Als letztes Hauptproblem nannten die Interviewpartnerinnen den inkonstanten Schichtplan. Auch die Kolleginnen bei Burgerville haben zum Teil zwei oder drei Jobs, die sie miteinander koordinieren müssen. Die Unklarheit darüber, wie viele Stunden man zu welchem Zeitpunkt abarbeiten kann und auch die späte Einteilung der Schichten macht es sehr schwierig, diese Herausforderungen miteinander zu verbinden. Zu diesem Problem gehört auch, dass durch die hohe Fluktuation, eben bedingt durch die hohe Arbeitsbelastung in den Dienstplänen der Filialen, jede Woche mindestens ein oder zwei Kolleginnen kündigen, wegen Krankheit ausfielen oder erst eingearbeitet werden müssen. Die Top 3 Vorteile durch die Mitgliedschaft. Erstens, dazu zählten die Kollegen ein Netzwerk von Arbeiterinnen und Nicht-Arbeiterinnen von Burgerville. Denn im Zuge der Kampagne kümmerte sich die Burgerville Workers Union sehr um Bündnispartnerinnen, was auch nach Einschätzung der Kolleginnen dazu führte, dass der engere Kreis noch immer nicht entlassen wurde.
Dazu kommt ein System, um auf Veränderungen schnell reagieren zu können. Das liegt an der hohen Vernetzung und der Entscheidungsstruktur der Burgerville Workers Union, in der eingeschätzt wird, dass immer wieder Probleme am Arbeitsplatz auftauchen, die mit einer kurzen Reaktionszeit kollektiv beantwortet werden müssen. Dazu besitzen sie ein Gremium als Entscheidungsstruktur, das auf 6 Monate gewählt wird und in solchen Fällen entscheidet. Als letztes zählten die Kolleginnen gewerkschaftliche Vorteile auf, wie den verhältnismäßig größeren rechtlichen Schutz vor Aktionen des Managements, wenn Dinge eindeutig als gewerkschaftliche Aktionen markiert werden. Das Alleinstellungsmerkmal. Die Burgerville Workers Union verwendet verschiedene Mottos. Die am häufigsten verwendete Kampfparole ist jedoch: Wir brauchen eine Lohnerhöhung. Gefolgt von dem Burgerville Workers Union Motto: Wir sind das Herz von Burgerville, und der weiteren Kampfparole: Wir verdienen eine Stimme. Die Strategien, also die Frage, wo finden Kämpfe statt, wie gewinnen wir? Als Strategien benannten die Kolleginnen direkte Aktionen auf Betriebsebene, den Aufbau von Arbeiterinnenmacht im Betrieb und den Aufbau eines Boykotts. Mit Boykott ist ein sekundärer Boykott durch Kundinnen und oder Lieferanten gemeint, der das Ziel verfolgt, Druck auf das Unternehmen auszuüben und dem Unternehmen auch zu schaden. Am 26. April 2016 ging die Kampagne an die Öffentlichkeit. So zog eine Delegation, begleitet von einer Demonstration von ca. 150 Unterstützerinnen, zog eine Delegation zur Zentrale von Burgerville und übergab ihre Forderungen, während die Demonstration zu einer zentralen Filiale in der Stadt zog. Bemerkenswert an der Kampagne war, dass durch die ca. anderthalbjährige Vorarbeit das Unternehmen überrascht wurde und mit dem Teil sehr offensiven Arbeiterinnen konfrontiert war. Right. Tell managers and workers that they support the union. Right off the bat, right? So what they saw is like that we went public and we had this like before that it kind of like what they saw is like this magic thing, yeah. You know, that we just like waved a wand. Yeah. Ähnliche Aktionen haben IWW-Sektionen in der Vergangenheit ebenfalls gewählt. Der Ort der Auseinandersetzung sind vor allem die Betriebe selbst. Der Aufbau eines Boykottes wird unter anderem durch die oben beschriebene Bündnisarbeit vorangetrieben, als auch durch die Kontaktaufnahme mit Zuliefererbetrieben in der Region und dem Aufbau des Solidaritätskomitees, das die notwendigen Kontakte aufnahm. Der Konkurrenzvorteil. Also, das kann nicht einfach von einem feindlichen Akteur oder Gegner bekämpft werden. Als ein Konkurrenzvorteil, der nicht von einem Gegner oder feindlichen Akteur bekämpft werden kann, galt den Kolleginnen ihre vom Unternehmen unvorhersehbaren Aktionen in Form der direkten Aktionen. Dazu kommen ihre politischen Mitglieder, die ihr Organizing nicht nur als reinen Lohnarbeitsplatz ansehen, sondern als politische Aktion, die dementsprechend auch auf Aktionen des Managements kollektiv reagieren, statt sich individuell mit den Verhältnissen zu arrangieren oder kündigen. Dazu kommt, dass sie mehrere Organizerinnen haben, die vorher noch keine Betriebe organisiert haben. Was sowohl ein Vorteil sein kann, da die Kolleginnen Interventionen ausprobieren und sich noch nicht in routinierten Abläufen wiederfinden. Auf der anderen Seite kann dies auch als Nachteil gelten, weil sie auf die Gegenangriffe nicht vorbereitet sein könnten. Als dritten Konkurrenzvorteil benannten die Kolleginnen ihre sozialen Netzwerke im Sinne einer Bündnisarbeit aus Community, Kirchen, Gewerkschaften und so weiter. Jedoch auch auf Facebook besitzt die Burgerville Workers Union vergleichsweise hohen Erfolg. Innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung folgten bereits über 1500 Personen der Internetseite. Die Kosten. Als Finanzierung besitzt die Burgerville Workers Union ihre Mitgliedsbeiträge und die der IWW. Dazu kommen Spenden durch die Community und andere Gewerkschaften. In diesem Zusammenhang kann, ähnlich wie bei den anderen beiden untersuchten Modellen, von einem Modell mit geringen Ressourcen gesprochen werden. Sie sind alle von Freiwilligen getragen, die in ihrer Freizeit die Gewerkschaft organisieren. Die Schlüsselkennzahlen, also die Aktivitäten, die gemessen werden. Für die Burgerville Workers Union ist ein Kriterium die Anzahl der ausgebildeten Anführerinnen, die Höhe des Engagements sowie die Berichterstattung in den sozialen Medien und anderen Medien. Darüber hinaus ist die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder und die Ergebnisse von Aktionen relevant zur Evaluation, weil damit eingeschätzt wird, ob sich die Arbeiterinnenmacht erhöht hat. Denn durch die höhere Anzahl von Organizerinnen erhoffen sie sich auch mehr Teilnehmende an Aktionen sowie eine höhere Intensität des Drucks auf die Unternehmen. Die Kanäle, also die Wege, Mitglieder, Bündnispartner und den Rest der Basis zu erreichen. Die Kanäle der Burgerville Workers Union sind vor allem elektronische Kommunikation,
wie beispielsweise Facebook, Newsletter-Programme wie Mailchimp, Gruppenmessenger wie GroupMe und WhatsApp, E-Mail und das Cloud-System Google Drive. Mittels elektronischer Kommunikation werden vor allem Dokumente ausgetauscht, Aufgaben zugewiesen und Kontaktdaten gesammelt. Dazu kommen Treffen und soziale Veranstaltungen wie Spieleabende, Partys und so weiter. Oder Einzelgespräche unter den Arbeiterinnen. Vor allem die sozialen Veranstaltungen gehören zu den wichtigen Gewerkschaftsaktivitäten, da die Vereinzelung am Arbeitsplatz sehr hoch ist und die gemeinsame Organisierung auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut und der Übereinstimmung von Inhalten und Entscheidungen basiert. Gleichzeitig zeigte sich für die Kolleginnen, dass sie auch immer wieder schnell reagieren müssen, wenn einzelne Kolleginnen von Chefinnen angegriffen werden und schnelle Hilfe notwendig ist. Die Kernkompetenzen, also drei Dinge, in denen wir Weltklasse sein müssen. Hier wurde vor allem erstens die Bündnisarbeit genannt, da der Schritt in die Öffentlichkeit durch die Burger the Workers Union von vielen Journalistinnen sowie Kolleginnen aus lokalen Bündnissen und Gewerkschaften begleitet wurde. In diesem Zusammenhang wurde als weitere Kernkompetenz, also Nummer 2, die Medienberichterstattung genannt. Sie spielte ebenfalls bei der Starbucks Workers Union und Jimmy John's Workers Union eine größere Rolle. Im Laufe der ersten Wochen gab es sowohl Radio-, Print- und Zeitungsinterviews. And in some places, it's just been a way of being like, you give workers shit, we're gonna give you shit. Mm-hmm. You know? Like, you can't just act with impunity. You can't just do whatever you want. Like, mm-hmm. we're watching and we're like, we're here and we're gonna be responding and we're gonna be defending workers. Like, even if we're not able to get that worker rehired, we're gonna like, make it hurt because like, that's not an okay thing that y'all just did. Als letztes kommt das direkte Engagement von Arbeiterinnen inklusive schneller Reaktion auf die Aktionen des Managements. Die Mitgliedschafts- und Multiplikatorinnenstruktur. Also, wie definieren wir Mitgliedschaft, wie werden Entscheidungen gefällt, welche Kriterien definieren Mitgliedschaft, wie ist die Struktur? Als Mitglieder der Burgerville Workers Union werden formelle Mitglieder gezählt, die in Form von Mitgliedsbeiträgen und dem Unterschreiben von Autorisierungskarten bestehen. Die Burgerville Workers Union ist mittels mehrerer Komitees strukturiert. Dazu gehört die allgemeine Mitgliedschaft, das Solidaritätskomitee, das Aktionskomitee, das Organizing-Komitee und die internen Entscheidungsträgerinnen, die auf 6 Monate gewählt sind. Mitglieder werden in Posten gewählt, wie beispielsweise Sekretäre oder Kassiererinnen. Die Mechanismen, also wie werden die Bedingungen verbessert, Verbesserungen gehalten. Das Konzept des Mechanismus war bisher bei der Burgerville Workers Union in dieser Form wenig Thema. Die Kolleginnen nannten vor allem die Bewusstseinsveränderung und Inspiration von Arbeiterinnen sowie fortlaufendes Organizing. Ebenfalls wurden die sozialen Beziehungen, also die Bindung unter den Arbeiterinnen, genannt. Die neue Kategorie: Angriffstechniken und Spaltungstechniken des Managements. In den Erzählungen der Interviewpartnerinnen beschrieben sie ihre Arbeitsplätze als sehr anstrengend. Einige Teilnehmerinnen beschrieben den Job als den anstrengendsten Job ihres Lebens. Dass diese Einschätzung keine Einzelmeinung ist, unterstützt die Statistik, die eine Fluktuation von 80% der Belegschaft innerhalb eines Kalenderjahres dokumentiert. Zu der Dimension der Anstrengung spielt die Dichte der Arbeitsprozesse ebenso eine Rolle wie die Dequalifizierung der Arbeiterinnen durch Standardisierung. Sie wird von den Kolleginnen als Entwertung der eigenen Arbeitskraft, aber auch als Dehumanisierung beschrieben. Sie beschreiben den Prozess der Standardisierung als Versuch, die Arbeitsprozesse in eine Art Fließbandproduktion zu organisieren. Gleichzeitig herrscht ein immenser Zeitdruck. Ein Beleg dafür ist die Stoppzeit im Drive-In, die nur wenige Sekunden länger ist als die Zubereitungszeit einzelner Menüteile. Other thing is speed of service. I don't think anybody's mentioned speed of service. So like drive-through has a speed of service timer that starts immediately once the car pulls up to the venue. And you're expected to get from the time they pull up to the time they like pull away is 3.5 minutes. Which is fucking crazy because like a lot of the food takes 3.5 minutes to cook. And like a lot of times I especially if it's not like rush. You know, if you're in the middle of like the morning or the afternoon or late at night, you're not holding
You're not holding halibut. You know, you're not holding, you know, chicken. You cook that when they order it. And that's like, those things take 3 minutes and 15 seconds to cook. And they want you to then have it out the window in 15 more seconds, not to mention if the car dawdles. Ebenfalls wurde davon berichtet, dass viele Kolleginnen offen von suizidalen Gedanken reden. So oft, dass selbst die Interviewpartnerin sagten, es wäre mehr Wahrheit daran, wenn so oft darüber gescherzt würde. Diese Gedanken interpretieren sie als unmittelbaren Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen und der daraus entstehenden Hoffnungslosigkeit, was in vielen Gesprächen im Zusammenhang mit der Organisation benannt wurde. Insgesamt ähnelten diese Aussage sehr der Parole von Kolleginnen bei Amazon, die unter dem Stichwort »Wir sind keine Roboter« vor allem gegen das rigide Zeitmanagement und das Tracking jeglicher Arbeitsabläufe Widerstand leisten. Ebenfalls erwähnten die Kolleginnen, dass innerhalb der Organisation den Arbeitsabläufen jegliche Fantasie ausgetrieben werden soll. Beispielhaft beschrieben durch die versuchte Verzierung eines Eises, für das der Kollege gemaßregelt wurde. Die Maßregelung bestand in Form eines Anschreins durch seinen Chef. In diesem Zusammenhang sind viele Beschreibungen auffällig angelehnt an Managementtechniken der Systemgastronomie, die zum State of the Art der Managementtechniken gehören. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Arbeiterinnen bei Burgerville keine Chance dazu bekommen, gemeinsam in Kontakt zu treten. Es gibt keine Teambesprechungen, sondern bei der Einführung von Regelungen werden alle Angestellten zum Unterschreiben in ein Büro gerufen. Gleichzeitig ist es den Arbeiterinnen auch nicht erlaubt, wenigstens 30 Sekunden miteinander zu sprechen. Es herrscht also ein faktisches Sprachverbot. Auffällig war, dass die Interviewpartnerinnen im Verhältnis zur Länge des Interviews relativ viel von den Sozialtechniken des Managements erzählten. Zum Teil sind diese Techniken bereits weiter oben unter Probleme beschrieben worden. Die analytische Trennung dieser Techniken sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie in der Praxis zu einem Konglomerat verschmelzen, die den Arbeiterinnen den Arbeitsalltag insgesamt sehr anstrengend macht. Die Erfolge und Misserfolge der Burgerville Workers Union. Wie im vorherigen Kapitel dieser Arbeit erwähnt, ist das Ziel von IWW-Kampagnen die unmittelbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Entwicklung von Fähigkeiten beteiligter Arbeiterinnen, um langfristig eine Welt, die nach Bedürfnissen orientiert ist, zu schaffen. Kriterium für den Erfolg ist die Verbesserung der Kampf- und Lebensbedingungen und die Ausbildung von Organizerinnen. Die Schwierigkeit besteht darin, dies in Begriffe zu fassen und zu sehen, wie sich diese Erfolge und Niederlagen eigentlich darstellen lassen. Insgesamt gestaltete sich die Auswertung der Erfolge und Niederlagen der Burgerville Workers Union zum Zeitpunkt des Interviews als schwierig. Die sichtbaren Erfolge, verstanden als Umsetzung der Forderungen der Burgerville Workers Union durch das Management, sind auf kleinerer Ebene zu finden. Um dennoch über Erfolge schreiben zu können, muss man zwischen dem Forderungskatalog der Gewerkschaft, die bei der ersten Aktion übergeben wurden, und den kleinen, alltäglichen Auseinandersetzungen in den Filialen unterscheiden. Die letzteren sind in der Praxis nicht minder wichtig, weil die Abwehr der täglichen Angriffe durch das Management eine Widerstandskultur etabliert, in der sich mehr Arbeiterinnen dazu angeregt fühlen, sich ebenfalls zu wehren. Darunter fallen einzelne Maßnahmen in Situationen, in denen einzelne Arbeiterinnen angeschrien werden oder die Unterstützung bei Arbeitsunfällen. I think a lot of the stuff we've done over the past 6 months has been responding in instances where workers get unfairly fired or unfairly disciplined or suspended, you know. So we've done fairly significant mobilizations when, you know, when a worker got fired at your store for, you know, accidentally breaking a sink after he burned himself. And we did mobilizations at y'all's store when a worker got accused of stealing and then manipulated into quitting. And we did a action when a worker at my store, when a manager wouldn't let his coworker go home even though he was sick and felt like he was gonna pass out and shit. So stuff like that, and I think in some cases we've won in those sort of mini campaigns or whatever, those responses. Mm-hmm.
Es gibt jedoch auch einzelne Fälle, in denen beispielsweise Teppiche für die Kolleginnen durchgesetzt wurden, da sie sonst auf kaltem Betonfußboden den ganzen Tag arbeiten müssten. Unter den Interviewpartnerinnen wurde das als eine wichtige Errungenschaft im betrieblichen Gesundheitsschutz gewertet. Auf der anderen Seite weigert sich Burgerville, die Existenz der Burgerville Workers Union überhaupt anzuerkennen und mit ihnen zu verhandeln. Dazu kommt, dass die Interviewpartnerinnen davon berichteten, wie sie gerne noch mehr Personen bei den Gewerkschaftstreffen antreffen würden. Von einem weiteren Problem berichtete die Kollegin, vor dessen Filiale die Demo am 26. April 2016 stattfand. Sie berichtete, dass für die Mitarbeiterin die Demonstration und die Öffentlichkeit viel Druck auf sie selbst aufbaute, obwohl sie alle vorher von der Aktion wussten. Gleichzeitig entstand dadurch viel Druck auf das Management in dieser Filiale. Like, I think of my store as like sort of a sacrificial lamb that was slaughtered in order to like create the sacred ground for the children to grow. Because like, you know, my store, the 150 person rally was at my store, and I think we did an amazing job with it. You know, I think like logistically and organizationally, it was like exactly how we planned. But I think for my coworkers. You know, it didn't follow the sort of like escalation plan of like step one, step two, step three. Like, it was sort of like 0 to 100. And I think that was like a little like shocking. Even though like my coworkers, you know, 90% of them knew it was gonna happen. We had had one-on-ones and like prepared people. I think it also like opened up my store in particular for a lot of pressure from corporate on our managers, and our managers then put a lot of pressure on workers. And I think it created pretty immediately a pretty like tense and sometimes hostile environment where like being part of the union like became like a really controversial thing. Whereas like the going public rally at other stores, like, opened up a lot of space, you know, where people were like, oh, this is so exciting, like, I saw the video, I saw the pictures, like, I want to do this, I want to be involved, you know, like, a convention center, like, post going public, shit, like, blossomed, you know, shit at your store, too, you know, just, like, all the space, shit at Mark's store, like, all the space opened up, like, we got a lot of new people were really excited, there was a lot of energy, whereas my store was really strong pre-public, and then having the, I think, the way just shit going public happened, and I don't regret it, you know, but I do think, like, I see the effect, I live the effect, the brutal effect of, like, the way that happened, you know, so I think that's something which, like, if I could go back in time, maybe, like, I think maybe there are things that we could have done differently. But again, like, I also see, like, the incredible, like, important role that action played at other stores, you know, so, yeah. Eine weitere Beurteilung der Erfolge und Misserfolge war leider zu dem Zeitpunkt des Interviews nicht möglich.